Es ist Dienstmittwoch, der 8. September, 8:38 Uhr. Der gestrige Trade gestern mit dem Eröffnungswert von vorgestern ist in den Gewinn gelaufen. Wir platzieren jetzt die Big Number bei 15.807 zu 15.792. Wir gehen auf dem linken Chart auf unser neues Tool, was gestern Update war. Gehe ich auf 25 Euro. Das entspricht bei einem Kontostand von 25.000 Euro circa 0,12%, also 0,1. Wir nehmen dort die erste Vola-Box jetzt. Und als Tipp nochmal von meiner Seite auch an alle Clubmitglieder: Vielleicht sollten, wir haben das gestern gesehen, wenn die Vola-Box dicht beim Daily Pivot ist und sich das alles dümpelt, vielleicht sollten wir da auch zukünftig eine andere Vola-Box nehmen zur Auflösung. Wo kommt die Vola-Box rein? Das nur nebenbei: 15.812. 15.812, also wird es fast ein Big Number Trade werden. Wir werden das Ganze aktivieren und dann blicken wir jetzt mal auf die großen Zeitebenen, wie immer jeden Morgen, und fangen an, heute von ganz oben mit The DAX. Vorlage, Zickzack-Linie, und wir gehen auf den Daily Chart. Daily Long, H4 Short, meine Damen und Herren. Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short. Und da ist also leichter Abverkauf zu sehen. Wir nehmen mal die Tagesstrategie Pro. Auf Daily-Basis sehen wir aber noch, die Tageskerzen sind noch relativ schwach. Auf 4 Stunde sieht es dann dementsprechend so aus. MTX Short. Jetzt müssen wir direkt mal reingehen, weil ich euch ja gesagt habe, wenn ein Signal kommt, MTX, dann werde ich das machen. So, MTX Short, Sell, Differenz 520, MTX, Beeilung, ausführen, noch nicht. So, und auf 04 wegen der Aufrundung und Abrundung. Confirm, wir kommen besser rein und sollten Short sein. So, Short, das passt auch zum Tagestrade oder zu dem Tagesverlauf. Zickzack-Linie nehmen wir uns doch mal rein. Okay, also fangen wir noch mal oben an. Daily Long, Stunde, 4 Stunden Short. Stunde sind wir unter dem Durchschnitt. 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Jetzt gehen wir weiter auf den Goldchart. Gold Daily Long, 4 Stunden Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5. Auf den Daily Chart bei unserer Tagesstrategie Pro schauen wir uns das mal an. Da haben wir nämlich ein Short Setup für heute Abend. Gehen wir in Öl. Öl auf Wochenbasis, Vorlage Zickzack-Linie. Da sehen wir Wochenbasis Long, Tagesbasis, was für uns wichtig ist, sind wir Short. 4 Stunden sind wir Long, Stunde sind wir Short, 30 sind wir Long, 15 Long, 5 Minuten, also da unentschieden. Nasdaq, Technologiebörse, wir sehen, wow, wir sind nach wie vor hier oben am Gipfel angekommen. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Minuten Long noch, 15 Minuten Short, 5 Minuten auch Short. Also da ist ganz klar die Tendenz noch Long. S&P 500, auch hier sehen wir gestern einen Abverkauf, leichter, 4 Stunden Long, beziehungsweise Stunde, Tagesbasis Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 und 5 Minuten auch Short. Also da auch klar Dow Jones. Daily sehen wir hier oben. Da war der Gipfel. 4 Stunden sind wir Short. Stunde Short, 30 Short, 15 Short. Hier klare Tendenz, ähnlich wie im DAX heute, eher Richtung Süden. Okay, jetzt fangen wir an bei Bitcoin.
So, Bitcoin hat gestern wieder abgegeben, und zwar heftig, von 52 jetzt auf 42. Das nenne ich mal Volatilität. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short. Und Ethereum Daily hat auch nachgegeben. Wir waren bei Ethereum gestern bei 4000. 4 Stunden Short, 1 Stunde Short, 30, 15 und 5 Minuten. So, das waren die Wettervorhersagen für den heutigen Tag. Bedeutet, meine Damen und Herren, wir platzieren nachher eine Vola-Box um und bei der Big Number mit einem erhöhten Risiko. Wir haben jetzt die Big Number Trade um 8:43 Uhr mit einem geringen Risiko, wenn das der Eröffnungstrade wird. Ja, ansonsten, wenn wir jetzt nicht in diese Big Number reinkommen, werde ich diesen Trade canceln und wir werden uns ausschließlich auf den Trade da links konzentrieren wegen der Aufschaukelung. So, es ist 8:51 Uhr und wir befinden uns kurz vor dem Einstieg in der Big Number. So, für die Uhrzeit 8:51 Uhr und wir sind jetzt im Big Number Trade 15:807 Uhr und das bedeutet, das wird voraussichtlich unser Eröffnungstrade werden. So, angepasstes Ziel, wie immer im ersten. Das bleibt so. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst. So, der Ton ist abgehackt. Ja, wir haben. Heute wird es keine Glocke geben. Wir haben erstmal alles ausgeschaltet, um den Fehler hier von diesem Klackern zu finden. Also 14 Sekunden. Und los geht's. Wir sehen, DAX geht weiter runter. Es ging schnell hier. So, und ich bin mit der Hedge-Auflösung im ersten Trade long auf dem linken Bildrand und auf dem rechten Bildrand sind wir mit unserem Trade draußen. 15.740. Wir sehen es hier. Zweite Trade. Öffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen. Öffnungstrade ist in den Gewinn gelaufen. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Der Eröffnungstrade ist heute Big Number Trade. Ist in den Gewinn gelaufen. Bei den Level. Ich zeige den Trade auch hier mal rein. Oder History. So.
Da sehen wir das. Und unser Hedge-Auflösungstrade ist auch in den Gewinn gelaufen. Und somit starten wir hier auch mit geringerem Risiko. Wir haben aber auf der rechten Seite gleich eine Big Number. Auch die ist eingestellt. So, und also der erste Versuch mit unserer neuen Update hat bei mir funktioniert. Ja, und wir sind jetzt Big Number rechts long. Der zählt aber nicht für den Eröffnungstrade. Der Eröffnungstrade ist gelaufen und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.